Servus und hallo YouTube. Herzlich willkommen in Polen. Herzlich willkommen in einer weiteren Folge auf der Nova Brusta. Vielen Dank, dass ihr wieder alle dabei seid. Auch wenn es so aussieht, als hätten wir heute Winterdienst. Streuen stimmt, aber es ist Kalk. Das ist unser Kalkstreuer. Etwas gewöhnungsbedürftig für mich, aber an sich ein gutes Gerät. Hoffe ich. Ich habe es bis jetzt nur zum Händler gefahren und habe Kalk geholt. Wir wollen das Feld, was wir hier soweit vorbereitet haben, mit dem HTZ erst einmal kalken. Ich würde sagen, wir steigen mal ein in die gute Kiste. Nicht ganz so hochwertig, aber es sind ganz klare Texturen. Sound ist auch nicht schlecht. Wobei er so eine Angewohnheit hat, wenn man bremst, macht er ein ganz komisches Geräusch. Ich zeige das dann auch gleich mal. Ja, hier. Weiß ich nicht, ob das so gewollt ist, ob das so... Ne, fahren wir. Das packen wir doch, oder? Der ist sehr wendig. Das ist im Prinzip das Gegenstück zum Unimog, hätte ich jetzt mal gesagt. Lässt sich auch ganz gut fahren. Man soll immer mal gucken. Ja, dieses Geräusch weiß ich nicht, ob das so gewollt ist, aber es ist leider da. Ja, wir holen mal aus, wir fahren mal da. Da springen wir mal einen Gang. Und er soll auch so weit agrarfähig sein, sprich, wenn wir auf dem Acker fahren, dass er nicht einsinkt. Hoffe ich zumindest mal, dass das so ist. Aber werden wir gleich sehen. Ich muss ganz kurz mal gucken. Fangen mal hier drumherum an mit dem Kalken. Ja, dieses Geräusch haben wir leider. Nur mal ganz kurz. Ah, das ist so langsam momentan bei meinem Spiel. Ich wollte mal gucken in der Garage, was der denn für eine Arbeitsbreite hat. Ah, da steht auch nichts drin. Das habe ich doch nicht verguckt. Leider nein. Müssen wir mal ausprobieren. Wir bewegen uns mal in dem Bereich, hätte ich gesagt. Ah, kleines bisschen... Weiter zum Feldrand hin und dann geht's schon los. Gang könnte etwas zu schnell sein. Der müsste reichen. Ist ja eine etwas andere Übersetzung. Ich habe jetzt hier logischerweise aber die Schlepperübersetzung genommen, da ich ja auch Feldarbeit machen will. Sonst musst du ja viel zu genau, das finde ich jedenfalls, das Gas hier betätigen. Aber so weit, er macht seinen Dienst. Wie viele Meter werden das sein? Das sind gute 18 Meter, hätte ich so gesagt. 15, 18 Meter. Ist schwer zu schätzen. Geht sowieso, sage ich immer, nur in der Außenansicht, wenn du ohne Spurassistent oder irgendwas fahren willst. Das kleine Eck hier müssen wir uns dann nochmal holen. Wir fahren erstmal außen drumherum. Mit der Technik. Ein kleines bisschen näher kann ich. Er macht aber auch einen riesen Krach. Zum Dreschen auf dem Feld hier gegenüber ist es auch noch ein bisschen zu früh. Ah, das läuft ganz gut. Sehen wir mal zu, dass wir das alles fertig gekalkt kriegen. Ich glaube, das müsste weniger wie eine normale Folge dauern. Dann können wir vielleicht nochmal in den Drescher springen.
Beziehungsweise müssen wir die Drehschemeln erst mitnehmen. Die stehen nämlich noch am Abladesumpf. Da ist noch Gerste drin vom Dreschen. Ja, er verschluckt sich so ein bisschen. Aber er funktioniert. Scheint es auch so gegeben zu haben. Das ist auch ein Stand auf dem Streuaufsatz, dass es ein Sonderbautentyp ist von Fortschritt. Ich hätte mir auch mal Bilder dazu angeguckt. Das gab es anscheinend wirklich so, das Gespann. Also das ist nichts Fiktives. Hat auf jeden Fall einen schönen Motorklang. Bremsen ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber... Mal gucken, dass wir hier schön im Anschluss kommen. Also ein bisschen verlappend ist besser als da, dass wir da noch ein bisschen stehen haben. Ein bisschen rüber noch. Läuft. Vorne natürlich Augen zu oder wir mähen den um. Den Telegrafenmasten. Muss ich mal gucken. Der hat keine Kolli. Kann man, glaube ich, so durchfahren. Aber ich würde sagen, wir fahren mal links vorbei. Dann haben wir nämlich auch hier die Ecke zu. Ich würde nämlich gern... Sieht halt schöner aus. Normalerweise wird das kein Mensch machen. Und er will manchmal in dem Gang nicht zurückfahren. Muss so 1-2 runterschalten. Wir könnten auch in dem Gang fahren. Ich glaube, das ist etwas besser sogar noch von der Übersetzung. Das geht bis 20, 21. Der andere vierte, L4, ging bis 25. Das ist, glaube ich, etwas angenehmer zu fahren. Ja, die hatten anscheinend früher im Ostblock für jedes Arbeitsgerät mit Aufsatz, ne, auch einen eigenständigen Fahrer, denke ich. Der dann fast eh diese Tätigkeiten ausgeübt hat. Und hier haben sie sogar einen kompletten Streuzug. Bei uns gab es ja dann schon immer die normalen Streuanhänger bzw. Dreipunktgeräte. Und bei denen war das anscheinend von der Größe her so. Soweit Animation, Texturen sind eigentlich soweit okay. Kann man sich nicht beschweren. Gibt es auch dementsprechend richtig gute Seiten, die sich speziell hier mit der Osttechnik, sprich halt hauptsächlich halt Fortschritt mit auseinandersetzen und da wirklich ganz, ganz viele Modelle bringen. Kann ich vielleicht beim nächsten Video mal unten in der drunter mal ein paar Links reinmachen. Falls das jemand interessiert, der da auch mitspielen möchte. Ich habe die neueste Karte noch nicht gezogen, weil da sind nur Kleinigkeiten an Verbesserungen. Ich habe jetzt hier auf den Feldern, auf denen wir uns bewegen, noch nichts gefunden von schwebenden Objekten oder sowas. Aus dem Grund habe ich noch die normale Map drin. Also die, ich glaube die zweite. Es gab jetzt schon wieder eine neue Aktualisierung. Und was noch, glaube ich, geändert worden ist, man kann bei der Nova Brusta auch auf einem kleinen Hof anfangen. Und da wir ja hier den großen haben, ist das eigentlich soweit nicht notwendig, sage ich mal, jetzt hier auf eine andere Version der Karte zu springen. Im schlimmsten Fall kann nämlich sein, dass dann ein komplett neuer Spielstand nötig wird. Das möchte ich nicht unbedingt ausprobieren. Weil es funktioniert ja auch
Eigentlich ganz gut so. Also ich habe jetzt keine größeren Fehler festgestellt. Läuft relativ stabil. Ah, Kleinigkeit da, aber das ist nicht so schlimm. Wenn es da mal hier auf so einem kurzen Stück mal nicht überlappt. Ja, ist auf jeden Fall angenehm. Die Geschwindigkeit ist okay. Die Arbeitsbreite ist okay. Und gibt es richtig einen solchen Fortschritt, ja. Ist ja auch so vom Modell her. Ja, sieht fast doch aus, als hätten wir Winterdienst bald. Haben wir das auch noch? Das habe ich vorhin erdreht. Wenn wir so fahren, lass ich lieber ein bisschen mehr überlappen. Der nimmt sich so gut wie kaum Kalk. Das könnte das Einzige sein, was bei dem Mod nicht ganz so stimmt. Reicht das noch? Ja. Dann kann man auch mal in die Innenansicht fahren. Ja, hier da in der Ecke, da sind so ein paar. Oben, das glaube ich, ist gewollt von den Texturen. An der A-Säule und am Dachhimmel, was dann von der A-Säule hochgeht, da denke ich, das ist irgendwo, weil es gestreckt worden ist, die Textur. Aber sonst sieht es soweit ganz gut aus. Hat man schon viel, viel Schlechteres gesehen. Ja, das reicht nicht ganz. Ne? Ich will mal ganz kurz... schade. Ja, ein kleines bisschen rüber. Aber es sieht ganz gut aus. Das wird vom Ertrag her relativ egal sein, wenn das ein bisschen weniger gekalkt ist. Ich bin sowieso mal gespannt, was das ausmacht. Die Felder waren ja so schon angesät und fast auch reif. Was der Unterschied dann wieder vom Ertrag ist, wenn die soweit Kalkstufen alle haben, beziehungsweise die Düngestufen. Die eine Kalkstufe und die zwei Düngestufen. Bin ich mal gespannt, was das vom Ertrag her so bringt hier. Ja, hier ist immer der Absatz so drin von dem. Zweimal hier dieser Knick. Nach vorne müssen wir nochmal. Das könnten wir jetzt eigentlich in der Innenansicht machen. Das müsste eigentlich soweit mittig angefahren werden. Dann soll das auf jeden Fall von der Deckung her funktionieren. Und hier würde ich mich dann. Oh, das könnte die Mitte ungefähr hinkommen. Ich will mal gucken. Reicht das einmal? Ansonsten fahren wir dann nochmal. Wir müssen sowieso nach vorne. Dann nehmen wir das kleine Stück hier noch mit. Fahren wir da auch noch mal hin. Und vorne noch, und dann haben wir es eigentlich gepackt. In der Winter Wonderland. Ah ja, bringt das auch hier, wenn er in Drehzahlbegrenzer reinkommt, sagt er ja. Deshalb zappelt er da. Also dann stimmt es ja sogar. Sehr schön. Ja, einmal die Bremse gedrückt. Drücken Sie nochmal.
Hört sich an wie beim Autoscooter. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Dann stellen wir jetzt erstmal hier ab. Dann würde ich sagen, müssen wir nochmal die Gerste abkippen und dann geht es gleich weiter mit den Mähdreschern. Die warten bestimmt schon. Er ist aus. So. Einmal übers Geländer. Opa. Ah, die müssen ja von der Seite bestiegen werden. Ja. Motorsägenmotor geht wieder an. Und der auch noch. Ah, drückt der denn doch hier oben? Der packt's. Ah, das ist natürlich blöd. Den Vorderen hat es etwas schräg gedrückt. Ist dann doch zu wenig Platz hier. Was ist? Ja. Hat er den komplett schräg jetzt gedrückt? Da ist irgendwo am mit der Plane oben in dem Gebälk etwas hängen geblieben eben. Fahren wir mit der Maschine mal. Das ist das Modell mit der roten Haube. Der ist akustisch etwas leiser wie der andere. Und sieht halt ein wenig gepflegter aus. Wir hier nämlich dann auch die nächsten Folgen ansehen. Das wird auch eine ganze, vielleicht sogar 2, 3 Folgen dauern. Die Plane könnten wir schon mal aufmachen. Und dann geht's mal. Ja, die stehen beide schon. Motoren sind an, wie man es gesehen hat eben. Es kam Qualm raus. So. Also, erst den grünen, dann den blauen abtanken. Rohr ist draußen, das heißt, die sind auf jeden Fall voll. Mal gleich mal, ob wir den weiterschicken können. Ach. An rechts. Doch aus. Aniso, Drehzahl ein bisschen hoch. Muss ich mal gucken. Meckert der, weil jetzt. Ach, wir müssen links einsteigen. Rechts einsteigen. Passt sich aber. Dann können wir hier die Bremse rausmachen. Dann geht's zum Blauen. Ja, der ist schon komplett umgerüstet, Druckluft,
Und 1, 2, 3, 4. Steuer. Ja. Einfach, wie das aussieht. Wirkende. So. Wo steht der? Ah ja. Ja, zur Info, den Rea-Mod habe ich hier rausgetan. Der hatte hier eine Überfunktion, also das war in keinster Weise spielbar. Gehen wir hier auch mal raus. Jetzt müssen wir drumherum. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig, auf der anderen Seite auszusteigen. Dann gucken wir, dass wir den auch anwerfen. Links. Ah, ich muss das Schneidwerk noch anmachen, wahrscheinlich. Ins Mecker da. Stehen wir so dicht? Jetzt fährt. Ach, das dauert immer einen kleinen Augenblick. Gucken wir noch mal, dass wir irgendwo gescheit parken. Oh. Der dreht aber wirklich hoch, wenn es sein muss. Müssen wir mal reinlesen. Ich weiß gar nicht, was die für Maschinen hier verbaut haben. Aber es sind auf jeden Fall keine Vierzylinder, aber ich denke eher Sechszylinder werden das sein. Ach, denke ich nicht. Aber das muss ich mir mal in der Wikipedia mal angucken, was da denn so drin ist. Gucken wir noch ein bisschen. Der läuft. Der andere läuft auch. Mal springen mal hoch. Ja, der läuft auch. Den sieht man gerade noch. Ja, dann denke ich, sind wir soweit erstmal durch für diese Folge. Haben wir ja doch einiges geschafft. Feld gekalkt. Hier sind wir so gut wie durch mit der Gerste. Und dann geht es ja schon wieder weiter. Hier drüben, was war denn das? Das war Weizen, oder? Der muss auch noch runter. Jawohl, Weizen. Das sind 4, ja, 4,67 Hektar. Mögliche Erntemenge 60.000 Liter, das heißt 4,96 Tonnen pro Hektar. Natürlich etwas wenig. Muss mal gucken, wie wir das steigern, aber das kann man sich dann mal so grob merken. Was war denn hier bei der Gerste so angegeben? Ah, muss man mal rein, aber ich weiß nicht. Ja, auch 4,67. Also das kann man sich merken, um die 4,7 aufgerundet Tonnen pro Hektar. Ich bin mal gespannt, wenn wir das dann so weit gekalkt, gedüngt haben mit zwei Düngestufen, was das dann vom Ertrag dann wirklich ausmacht. Ob wir dann wirklich in die Größenordnung 6, 7 Tonnen pro Hektar kommen, das wäre ja wünschenswert. Schauen wir uns mal an. Ich bedanke mich an alle, die zugeschaut haben. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, nächste Woche auf der Nowa Brusta in Polen. Servus, tschüss und macht's gut.